Das Wasser, was ich hier gerade trinke, das schmeckt nach Milch. Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part. Let's Play Splatoon! Ja, ihr Inklinge, es ist mal wieder soweit. Ich zocke hier ein bisschen Splatoon online. Ja, und heute haben wir eine Riesenwaffe am Stiel. Damit für Dritte B-Gangster, nein. Das habe ich jetzt schon oft genug in Videos gebracht. Ja, ich habe heute sogar ein Thema vorbereitet. Ja, man glaubt es kaum. In den letzten Parts hatte ich tatsächlich mal ein paar Themen. Unglaublich! Wird der Pass sich jemals... Ob der es jemals lernen wird? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, und zwar habe ich mir so als Thema gedacht, wie ist denn so Splatoon... Was kann man noch so an Splatoon verbessern? Und was wurde schon verbessert? Oh, scheiße, Alter, die Waffe WTF. Ja, was würde ich gerne noch so am Spiel verbessert haben? Wow, das war jetzt gerade eine Nachricht. Ich soll vielleicht mal meinen Ton ausstellen. Ja, sollte ich tun, sollte ich tun. Wow. Ja, und da fangen wir, wow. Da fangen wir doch direkt, wow. Ja, yes. Makoto Hasebe, yeah. Da fangen wir doch direkt mal an bei der Global Test Fire Demo. Die Global Test Fire Demo, da brauche ich nicht viel zu sagen. War eine coole Demo. Leider konnte ich nur ein... Ah, dann gehe ich halt hier weg. Leider konnte ich nur eine einzige Etappe davon spielen, weil, naja, ist so. Denn damals war ich... Also ich war auf so einer Art Übernachtung und da hatte ich auch nur eine einzige Stunde Schlaf bekommen. Dementsprechend war ich richtig K.O. Am Tag davor hatte ich auch nur 5 Stunden Schlaf bekommen. Also ich war richtig am Arsch. Und deshalb konnte ich auch nur ein Ding spielen. Wow. Und deshalb konnte ich auch nur ein Ding ins Spiel. Wow. Oh, WTF, Alter. Verpiss dich mal, du kleiner Pieselwutz. Du kleiner Pieselwutz. WTF, Alter. WTF, wie viele wollen denn dann noch kommen? Wie viele wollen denn da noch kommen? Ich gehe zurück zum Start. Das ist mir jetzt einfach zu riskant. Ja, und in der Global Test Fire Demo gab es 4 Waffen und 2 Maps. Bohrinsel, Kofferfischlager und diese anderen. Bohrinsel, Kofferfischlager und Konzentrator, Roller, Junior Klexer und Tensortech Klexer. Also die Standardwaffen, die Standardwaffen. Und wow. Oh, scheiße. Yes, nice kill. Pass auf den hier. Wow, scheiße. Nice gekillt. Ja, und dann gab es endlich Splatoon und ich hatte mich richtig gefreut. Ich hatte ja sogar einen Tag vorher bekommen. Der erste Part kam dann pünktlich zum Release. Ich glaube 15 Uhr am Release-Tag und ich war richtig happy, das Spiel mal als einer der ersten zu besitzen. Nice one. Und ja, so verlief sich das dann mit Splatoon. Es kamen immer mehr Waffen, immer mehr Updates. Und irgendwann, ja, haben sie dann gesagt, YOLO, das war's. Wir machen nichts mehr, beziehungsweise nichts Kostenloses mehr, was ja doch nicht stimmt, weil es kommt ja doch noch ein DLC. Ja, da haben sie sich wohl selber belogen, nicht wahr? Na, das haben sie wohl. Drei Japaner und wir haben richtig krass gewonnen. Ich bin letzter mit 700 Punkten WTF. Da wäre ich locker erster in dem Team gewesen. Ach, ich bin Stufe 33, aber das juckt euch bestimmt nicht. So, im nächsten Kampf geht es dann weiter mit ein paar Erzählungen zu Splatoon. So, inzwischen kamen immer mehr Maps. Zum Beispiel das Arowana Center wurde aufgemöbelt. Ihr habt ja auch eben gesehen. Die Kabanstation umgebaut und keine Ahnung, was kam denn noch? Solche Sachen wie Steinködergrube, so Sachen, die man sich vorher gar nicht vorgestellt hätte. Oh nee, jetzt haben wir diesen hässlichen Drecksniper, der nichts kann. Och nee. Oh, wie ich das hasse, immer diese Leute, die sich cool fühlen, eine Sniper haben und dann wirklich gar nichts können. Also ich kann ja auch nichts mit einer Sniper, aber so gar nichts. Oh, das nervt einfach. Das nervt. Und wir wurden bisher, glaube ich, nur ein einziges Mal gekillt. Das ist ein bisschen nice aus. So, dann schießen wir mal hier rüber. Wo war ich denn gerade? Ich war bei... Wow, ich war bei den Maps umgebaut. Genau hier. Das hier wurde zum Beispiel hinzugefügt, damit man nicht mehr so einfach runterfallen kann. Ist eigentlich eine echt geile Idee. Habe ich selten genutzt in meinen Kämpfen. So, dann stürmen wir mal rüber. Mit dem Tintentitan. WTF, als ob ich den... Ja, nice.
So, das läuft richtig gut mit dieser Waffe, Alter. WTF. Und den auch noch. Alter, die Waffe geht ja richtig ab. WTF. Das ist ja mega nice. Mega nice hier. Ach ja, und Splatoon ist inzwischen so ein Spiel geworden. Das kannst du immer mal so spielen. Also ich frage so oft, hey, Bock auf Splatoon? Ja, und dann kommen halt Leute, die Bock haben. Zum Beispiel Paper Yoshi, zum Beispiel Verudo, zum Beispiel Paula, zum Beispiel Kev, zum Beispiel Maki. Keine Ahnung, wer denn noch so alles kommt. Also so alle, die irgendwie was mit mir zu tun haben, die haben dann halt Bock danach joinen. Und dann joint der eine dem anderen, der andere wiederum dem anderen. Und dann geht das immer so weiter, bis irgendwann so viele nachgejoint sind, dass der Raum voll ist. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Splatoon hat natürlich immer noch nicht die Fähigkeit, die Funktion. Fähigkeit, WTF. Nur mit seinen Freunden in externen Gruppen zu spielen, also praktisch wie beim Rangkampf, ne? Ich mache einen Teamkampf, aber ja, ob ich das jetzt unbedingt brauche, vielleicht haben wir, vielleicht haben wir es ja mit der neuen Version das Glück, dass das mal kommt, aber bezweifle ich ja eher. So, so, Tintentitan ist jetzt auch voll. Mal gucken, dass wir hier, ja, kommt zu mir. WTF, ich hab den... Ja, genau, du kleiner Feiger Winzling, Alter. Ja, ich kann... Wow, 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 hey, ich hab den... LOL! 100 Pro war das Verarsche. 100... Ja. Also WTF. WTF, WTF. Das kann doch gar nicht sein. Hä, hey, wieso hat der mich denn 400.000 Mal abgeknallt? Egal, der erste Tod bei so vielen Kills. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Und Splatoon ist nicht nur so ein Spiel geworden, das kannst du immer mal... Oh, jetzt will ich eigentlich verarschen. So spielen, sondern das kannst du auch immer dann spielen, wenn dir nicht einfällt, was du spielen willst. Ah, das müssen wir aber... Na, ich glaube nicht, dass wir das gewonnen haben. Oder? Das kannst du halt auch immer mal so spielen. Hey, was soll ich denn spielen? Keine Ahnung. Und dann, hey, Splatoon, wäre doch nice. Das ist inzwischen auch das Spiel, was ich mit Pokémon Tekken, ja, würde ich schon so sagen, am meisten spiele. Also Splatoon locker so. Also im Durchschnitt würde ich sagen, locker 4 Stunden in der Woche. Das kommt durchaus hin. Wieso nehme ich so wenig Parts auf? Ja, das ist eine interessante Frage. Und vielleicht können wir die ja sogar im nächsten Kampf klären. Oh, schon wieder Arowana Center. WTF, Alter. Und das Wasser, was ich hier gerade trinke, das, ja, schmeckt nach Milch. Ich weiß, das klingt komisch. Aber es ist einfach so. Ich meine, ich habe es jetzt schon oft genug erzählt und man könnte es eigentlich sogar wissen. Naja, egal. Also ich bin hier unten im Keller. Also ich bin unten, ne? Da, wo es kühl ist. Der Keller, falls ihr keinen habt, da ist es kühl, dunkel. Ja, aber ich habe mir so einen ziemlich coolen Raum eingerichtet, muss sogar eingerichtet bekommen. Und der gefällt mir halt auch richtig gut. Da zocke ich. Das ist so... Wow! Ah, oh, scheiße. Ja. Ja, ich bin eigentlich weggesprungen, aber keine Ahnung, was da los war. Ah, Dualplatscher. Mit dem kann ich auch irgendwie nichts anfangen. Aber jetzt mit dem Patch der Heulbu hier vielleicht schon. Naja, mal sehen. Mal sehen. So, was war ich denn am Sagen? Ja, auch waren das eigentlich... Genau, mein Wasser schmeckt nach Milch. Das ist wirklich, wirklich kein Witz. Denn hier unten im Keller, ich weiß nicht, da wird das irgendwie so gelagert... Ah, das schmeckt so, als so ganz dickflüssig. Und ich habe halt keinen Bock, extra hochzugehen. Nur damit ich mir jetzt anderes Wasser holen kann. Ja, meine Süße. Wie süß. So, direkt, Alter. Direkt. So, vielleicht kommen wir sogar noch hier hoch. Ja, kommen wir. Nice. Holy shit. Holy shit. Oh Gott, Alter. WTF. Das war jetzt wirklich knapp. Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir gehen echt mal weg hier. Hier ist, glaube ich, ein bisschen zu krass gefährlich. Ja, hier ist wirklich ein bisschen zu krass gefährlich. Wow! Wow! Wow, ich spring weg. Ich spring weg. Ich bin feige. Ja, ich gebe es dazu. Ich gebe es dazu. Wieso nehme ich so wenig Splatoon-Parts auf? Das ist ganz einfach. Und zwar... Ist Splatoon so eines dieser Spiele, das schnell Updates bekommt, beziehungsweise bekommen hat, jetzt inzwischen geht. Und wenn ich... Wow, wow! Hä? Die hat mich nicht getroffen! Nee! Nee! Also, nee, das... Ich zeig das jetzt nochmal in der Zeitlupe, aber ihr werdet jetzt alle gesehen, das hat mich nicht getroffen.
Die davor, okay, gut. Aber die danach nicht. Nein. Hätte ich doch gesehen, dass ich mein Please. Oh, WTF 2, 2 Deathstone. Das muss jetzt echt nicht sein. Ja, dann dieser Dualplatscher Ficker, Alter. SE, ja, wie cool du bist. Oh mein Gott, Gas. Ich nehme einfach aus diesem Grund so wenig auf, weil Splatoon so ein Rückpufferspiel ist. Nicht wie Pokémon Tekken, wo du einfach aufnehmen kannst. Und dann kannst du es auch, keine Ahnung, 4 Wochen später bringen, wenn Splatoon ein Update kommt. So, wenn dann wirklich ein Update kommt. Und du hast 4 Parts auf dem im Voraus, das ich immer hat. Wow. Hä? Okay. Hm. Was ich ja mal hatte, dann kommt zu diesem dummen Problem, dass du einfach mit den Updates so hinterher hängst. Ich war da 5 Wochen. Also mehr als einen Monat hinterher. Und ihr habt die Parts dann auch nicht mehr geschaut. Ich hatte auch keinen Bock mehr, die hochzuladen. Hab dann irgendwie auch Parts gelöscht, weil ich dann nach der WTF... Ja, und genauso verläuft das halt mit Splatoon in letzter Zeit. Aber jetzt, wo Splatoon noch weniger Updates rauskommen, da kann ich auch mal ein bisschen mehr hintereinander aufnehmen. Auch wenn die Maps gleich sind, deshalb muss ich schauen, dass ich das mit Rangkampf ein bisschen mache. Rangkampf werden wir übrigens jetzt gleich auch noch spielen. Also freut euch auf diesen Kampf. Nur C-Plus Leute auf der umgebauten Dekabahn-Station. Ah, Junior Klexer Plus. Ah, sonst habe ich immer Teamkampf gespielt in den letzten Tagen. Vor allem so mit Leuten wie Hugo, Marky, die ja alle ziemlich korrekt sind in so einem Teamkampf. Weil im Teamkampf, also generell im Rangkampf, zählt halt einfach... Oh, nice, wir haben Herrschaft. Also Herrschaft ist der Modus, weil ich habe nicht auf den Modus geschaut. Ja, das ist halt wirklich so ein Modus, wenn du da keine Friends hast, die dir einfach so ein bisschen helfen, dann ist der Modus auch scheiße. Leute, was macht ihr denn da? Seid doch dumm. Ah, gut. So. So, jetzt könnt ihr vielleicht noch einen killen. Und genau deshalb, ich finde den Modus halt irgendwie, also ich mag Rangkampf, keine Frage, aber vor allem bei mir ist halt nicht so schlimm, wenn ich absteige. Ich meine, ich bin C+, also WTF, was will ich denn? Ich kenne da Leute, die sind S und haben keine Angst um ihre Ränge. Und ich mit meinem C+, soll der Angst haben, WTF, ja gut, Herrschaft gestoppt, ne? Ja. Aber gut, das macht uns eigentlich wenig aus. Ja, nice. Ja, das ist kein Problem, das ist kein Problem hier. Die Gegner sind nicht so stark, wie ich das eigentlich, Alter, wie ich das eigentlich vermutet hatte. Ah, der war schlecht geworfen. Ah, der war auch schlecht geworfen. Fuck. Ja. So, jetzt muss ich nur den hier mal... Oh. Ja, scheiße. Ah, das war unnötig, das war unnötig. Nur wenn man halt nicht mit Freunden spielt, dann ist das so... Ah, man hat halt einfach keinen Bock auf diesen Modus, weil... es ist so ein bisschen, du kommst dir vor, als wären dann nur Fremde, nur so Leute, die einfach kennen, die einfach nur aufsteigen wollen oder dich einfach nur komplett platt treten wollen. Leute, jetzt sag mal, nehmt euch doch zusammen, ihr kleinen Wichser, Alter. Ja, dann danke. Meine Güte. Das kann doch echt nicht sein, ne? Wieso war das so komisch grün? Ja, lol, okay, gut. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Ah, der Gegner fehlt als ob. Ja, dann, oh, du bist ein scheiß Sniper. Du bist ein Sniper und kannst nicht mal so auf so eine scheiß Entfernung jemanden killen. Oh Gott, ich auch nicht. Naja, ich habe ihn wenigstens gekillt. Ja, okay, das war's. WTF, Alter! Oh mein Gott. Das muss in jedes Best of... Wieso haben die denn gewonnen? Hä? Und vor allem K.O.-Sieg. Ah, oh, lol, C. Ich glaube 2 Niederlagen noch, damit ich zähle. Weil auch mit Freunden, wisst ihr, auch mit Freunden ist es so ein bisschen so... Oh, hä, 2-3, als ob, ich habe doch voll viel... 2 Leute gekillt, okay, gut. Oh, -10. Na ja, doch, da kann ich noch 2 Kämpfe überleben. 2 Minuten Zeitbonus, krass. Wir haben eine gewisse Hanami im Team? Ich weiß, nee, okay, die sind nicht im Team. Oh, sorry, Alter, ich krieg manchmal so einen krassen Anfall, weil ich, wie gesagt, noch ein bisschen erkältet bin. Ich nehme das Ganze hier alles in einem, wow, alles in einem ziemlich kurzen Abstand im Gegensatz zum ersten Pokémon Tekken Park, beziehungsweise auch zum zweiten Pokémon Tekken Park auf. Deshalb wundert euch nicht, wenn meine Stimme manchmal ein bisschen weg ist. Das ist aber hoffentlich für euch kein Problem. Ich nehme auf, das ist gut, das ist gut. Ja.
So, wo waren wir? Wir waren stehen geblieben bei Rangkampf ist easy, ja, und wir haben krass verloren, Alter. Das muss in jedes Best auf, hab ich gesagt damals. Ja, wir brauchen noch das Feld hier, aber das haben wir jetzt auch. Ja. Ja, okay, gut. Gut, das sollte eigentlich kein Problem sein, die Gegner hier so ein bisschen festzuhalten. Oh, pass auf, da kommt ein Heulboje. Oh mein Gott, wie lässt... Oh, ich bin nicht besser. Ich wollte gerade sagen, hey, wie kann man sich denn so schnell zu töten lassen? Na gut, ich bin nicht besser. Als ob die jetzt die Herrschaft haben, das ist ja voll unrealistisch. Ja, Herrschaft ist, finde ich, aber mit der beste Modus. Mit Operation Goldfisch, wo man mit Freunden richtig viel Fun hat. Aber Turmkommando finde ich langweilig. Und was gibt's denn noch? Hey, gibt's überhaupt noch einen Modus? Alter, ich bin jetzt komplett... Ja, Rainmaker, das ist der Turmkommando. Ach, schade. Ich hätte mir noch sowas wie Capture the Flag gewünscht. Was ja Rainmaker sein sollte, aber... So richtig hat's das Ziel nicht erreicht, finde ich. Ich finde es eher relativ langweilig, also... Also nein, oh, ich habe doch eben gesagt, oh Gott, das ist Melo. Also ich finde, wow, ich finde, oh, Theo, ich finde Rainmaker echt gut, aber irgendwie hätte ich mir zusätzlich noch so einen Modus gewünscht, wo man so ein bisschen, ja, ich werfe jetzt ein, damit ich mein Dings, mein Echolokator vollkriege. Ich hätte mir noch zusätzlich so einen Modus gewünscht, wo man so einfach so Capture the Flag spielen kann oder irgendwelche anderen coolen Spielmodi oder so ein Minispielmodus. Keine Ahnung. Irgendwas Cooles. Ja, er tötet mich. Genau, er, ja, gut. Er ist vergiftet, aber er tötet mich. Why not? Also seine, ja, gut, also. Ja, wenigstens K.O. sieht 100-0. Das ist ein Icy. Das ist ein Icy. Ach, der Part schon wieder so. Wow, 20 Minuten! Okay. Gut, 20 Minuten ist die Rohdatei. Mal schauen, wie die Dingsdatei ist, also wie die Enddatei sein sollte. 5-0, nice KD. Ah, gut, dann gehen wir jetzt auf den, aus dem Kampf raus und sagen mal Tschüssi. Und ja. Oh Gott, was war das wieder für ein Part, Alter? Ich habe einfach nichts geschafft. Naja. Nee, gut, ich hoffe trotzdem, dass euch gefallen hat. Ich möchte aber noch kurz was sagen, und zwar Splatoon, was möchte ich noch haben? Ich möchte noch einen Capture the Flag Modus und ich möchte noch mindestens eine Map und dann bin ich zufrieden. Ich möchte jetzt nicht unbedingt neue Waffen, weil die braucht es halt einfach nicht. Es kommen ja schon bald welche, die braucht es halt einfach nicht. Neue Waffen, ich meine, WTF, Alter. Wir haben so viele Waffen, was soll das denn? Ja, und wenn ihr auch irgendeine Meinung dazu habt oder was ihr euch für Version 2.7, 2.8 oder 3 wünscht, einfach ab damit in die Kommentare. Ich freue mich immer über einen Kommentar. Und stellt fleißig Fragen unter AskParsis, denn das läuft ab heute wieder. Bis, ich schau mal, ja, bis Mittwoch wahrscheinlich. Und dann sage ich, ciao Leute, immer schön Pi bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.